Heute ist Donnerstag und angekündigt war ein Regentag. Und so sieht ein Regentag in Oslo aus. Und weil heute Regentag in Oslo ist, machen wir aus dem Regentag einen Ausflugstag. Und wir ziehen jetzt auf die kleinen Inseln, die Oslo vorgelagert sind. Wir werden etwa eine halbe Stunde unterwegs sein und dann an kleinen Inseln vorbeifahren und ab und zu mal aussteigen. Die Fähren sind im Routerticket inbegriffen und man kann hier sehr einfach vom Rathaus zur nächsten Insel kurz fahren für wenig Geld. Und kommt einfach mal raus aus der Stadt auf die See. Die Fähren sind überhaupt nicht stark besucht und sie sind auch tatsächlich echte Verbindungswege zwischen der Stadt und den kleinen Inseln. Im Hintergrund die Museumsinsel mit dem Wikingerschiff und dahinter das Geschichtsmuseum über Norwegen mit der Kirche. Und man sieht da über dem Silo das Märchenschloss. Auf der anderen Seite sehen wir die Akademie für die Seefahrt und das Bauhausrestaurant bei Eckeberg. Wir fahren die erste Insel an. Und haben nur wenige Momente zum Aussteigen. Und hier sind wir schon bei der zweiten Insel und man kann mal hier gut sehen, wie man auch in Oslo wohnen kann. Also in direkter Nähe, 15 Minuten bis zur Hafengegend mit der Direktfähre, kann man hier sein Ferienhaus haben. Wunderschön im Ruhigen auf dem Wasser. Ja.